immer wieder anders, ne? Dankeschön. Das war ein Stück von Klaus mit dem Namen Rumänisch. Ja, ja. Weil wir improvisieren sehr viel, sehr gerne. Die Jungs, die nicht gehört haben, jetzt wisst ihr das. Da müsst ihr auch durch. Und ihr auch. Aber macht auch irgendwie Spaß. Und das machen wir jetzt nochmal mit einem alten Django-Klassiker, den wir gerne spielen, weil damit haben wir uns mehr oder weniger kennengelernt. Nämlich durch die Improvisation vor knapp 8-9 Jahren. Deswegen machen wir das gerne. Der Minor Swing. Lassen wir uns gern vergiften, wenn Monsanto die Geschäfte damit macht.
Alle hier sind dick. Egal. Nochmal. Atomkraft und Kohle, nein, danke, was soll das? Das gibt doch nur böses Blut. Gentechnologie in der Nahrung, das tut doch der Wirtschaft nur gut. Wir wären doch so wunderbar gehätschelt von den Damen und Herren an der Macht. Drum lassen wir uns gern vergiften, wenn Monsanto Geschäft damit macht. Ja, hey, wir sind die schweigende Mehrheit. Wir sind der Macht liebstes Kind. Wir tun nichts fragen, nichts sagen, weil wir zu schissig sind. Mit uns gewinnt man die Wahlen, weil wir sind berechenbar. Die Krise tun wir bezahlen, damit alles so bleibt, wie es war. Wir schwimmen stets mit dem Strom. Wir haben stets keine Meinung. Was hätten wir sonst noch davon? Und jedes Mal richtig zur Sache, da laufen wir auch gleich herbei und rufen mit lauter Stimme nach dem Einsatz der Polizei. Hey, wir sind die schweigende Mehrheit. Wir sind der machtliebstes Kind. Wir tun nichts fragen, nichts sagen, weil wir zu schissig sind. Mit uns gewinnt man die Wahlen, weil wir sind berechenbar. Die Krise tun wir bezahlen, damit alles so bleibt, wie es war. Na, na. Jetzt sind aller guten Dinge 3, also noch ein Lied. Ein relativ neues Lied von Klaus, das war uns wichtig heute zu spielen. Das hat den Titel bekommen, Die Oligarchen. So wie wir an Krankheit oder Alter, wie Baum, wie Mensch, wie Tier. Doch wie ihr sterbt, da gibt es einen großen Unterschied. Im Krieg, den ihr anzettelt, nie. Ihr sterbt auch nicht am Hunger, den ihr verursacht habt, mit Hilfe eurer Schergen. Die bringen das auf Trab. Ich entspricht. In Russland nennt man euch Oligarchen, die da in Putins Oppo schnarchen. In Deutschland sind es die Magnaten,
Und ihr verkauft schon wieder mal Granate. In Amiland heißt ihr Tykone. Und die sind noch schlimmer wie Taifune. Skurrilen Spiele. Und da geht's nur um Macht und Geld. Darüber stöhnt der Rest der Welt. Ein Moloch war
von Geld. Der Moloch hat tausend bekannte Gesichter, Industriemagnaten, Politiker, Gelichter, Generäle mit blutigen Augen und Händen, Brandschatzer bis zum bitteren Ende. Der Moloch wandt immer Richtung Krieg und frisst sich voll an Niederlage oder Sieg. Egal, aber er frisst sich voll. Lachgesichter gegen lächerliche Stimmer lächeln auch noch beim Todesgewimmer. Gieren nach Wachstum, ob groß oder klein. Mehrwert ist Nährwert, nur das tut sie wollen und hauen alles dafür in die Pfanne. Der Krieg in der Welt, ein gefundenes Fressen, hört die mitleidig Holz beim Essen. Verschärfen der Kriegsmafia Bomben und Raketen und dem Volk, damit es durchhält, Kehrpakete. Machen die Grenzen dicht, damit das Volk den Krieg nicht entwickelt. Denn ohne Leichen läuft das Geschäft nun mal nicht. Machen die Grenzen dicht, damit das Volk den Krieg nicht entwickelt. Denn ohne Leichen läuft das Geschäft nun mal nicht. Yeah. Wir müssen ihn hemmen. Wir müssen uns immer und immer wieder gegen ihn stemmen. Weil sonst frisst er uns auf, Haut und Haar. Und die Erde, Mutter Erde, wird so wie sie mal ohne Gottes Kinder war. Yeah! Sind wir nicht Gottes Kinder? Oder können wir nur noch wählen? Welche Diebe uns bestehlen? Und welche Mörder uns befehlen? Sind wir nicht Gottes Kinder? Oder können wir nur noch wählen? Welche Diebe uns bestehlen? Und welche Mörder uns befehlen? Thank you.
letztes Jahr, so haben wir mich uns kennengelernt vor, ja, jetzt fast, wir sind schon mehr als 8 Jahre, fast 10 bald. Der Klaus suchte einen, der Noten lesen kann. Ein Gitarrist. Ein Gitarrist da noch zu und er hat mir dann verziehen, dass ich falsch rum sozusagen spiele. Und dann haben wir gemerkt, wir haben die Gemeinsamkeit, wir haben beide an der Kölner Musikhochschule gespielt. Studiert, aber halt 50 Jahre zeitversetzt, genau. Und wir haben uns trotzdem befunden und das ging eigentlich erst über die Klassik. Er hat das ganz gut gemacht, so erst mit der Klassik und dann kamen die politischen Lieder. Ne? So, und dann, boah, habe ich erstmal geguckt und so. Ich wünschte mir, man hätte mich damals auch umgezogen auf links. Ich bin nämlich auch links. Ja, ne? Ach so. Ja, du würdest dann quasi. Ja, das war unmöglich. Also früher war doch nicht alles besser. Ein Fall, ne? Naja, wir haben uns, es klappt ja trotzdem im Geigenspiel beim Klaus ganz gut. Das hat er nicht geschadet. Sonst hätte sich da was anderes gelernt. Ich habe mich ein Leben lang bemüht. Klaus, der Mundharmonika-Spieler, klingt irgendwie unblöd. Wir spielen jetzt noch ein akustisches Stück, eine wunderschöne Ballade aus dem 16. Jahrhundert. Und eine Band hat die dann ganz berühmt gemacht. Ihr kennt die Melodie. Hört mal hin. Thank you.
Ein Stück, was uns auch heute sehr wichtig ist zu spielen. Ich glaube, das ist auch der Programmtitel für heute Abend. Das ist ein Stück von Klaus und ich finde, das ist so einer seiner besten Lieder, die er jemals geschrieben hat, von diesen zahlreichen Fundus, den es so gibt. Und ja, es ist aktueller denn je und hat den Namen und den Titel Erde, wir sind deine Kinder. Und darin kontrolliert.
verlieren sie unser Leben, damit sie es haben in ihrer Macht. Sie drücken ihren Stempel in deinen Kopf und in meinen und in deinen Pass. Und erklären zum Verbrechen, wenn du diesen Stempel nicht hast. Menschen, Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr Mutter Erdes Kind? Wollen frei sein, wie ein Vogel über Wolken und über Grenzen. Und sinnvoll, wie ein Samen im Wind. Wir sind deine Kinder und alle Menschen sind dein Fleisch und Blut. Ob arm, ob alt, ob schwarz, weiß, gelb, rot. Also wir bleiben heute hier in der Nähe, deswegen, aber ich weiß, morgen ist ja erst Freitag. Bevor wir das machen, möchten wir uns aber erstmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei euch und auch vor allem bei dem Marquis, der ich sehe halt gar nichts, aber irgendwo sitzt er da, weil ich höre, ja, da ist die Signalleuchte, der den fantastischen Sound hier macht. Das hat auch einen Applaus. Vielen Dank. Ich möchte auch Bier. Ja, ich gerne auch, weil, oh, wisst ihr, ich habe mich so auf diese Tour gefreut, jetzt quatsche ich wieder, ne? Aber muss ich schon sagen, weil letztes Jahr bin ich Papa geworden und die Nächte, ne? Ihr kennt das, ne? Also schon eine geile Nummer mit so einem Zwerg, ich sag euch, das ist, das Leben ist nicht mehr so, ne? Ja, aber morgen kann ich ausschlafen, ne? Boah, das ist so. Ha, ne? Darauf trinken wir jetzt ein. Prost zusammen, schön. Prost, Papa! Alles. Nein, ich habe ja auch Schwiegeroma, Opa ab. Also meine Partnerin ist nicht alleine, falls ihr das jetzt denkt. Wir, beim Sound waren wir schon bei den ganzen Mithelfern und dass wir wieder hier spielen dürfen, ist ja fast schon ein zweites Wohnzimmer für uns. Vielen lieben Dank. Wir kommen auch immer wieder gerne hier hin. Wir spielen unser Tourmotto, Stück, was wir immer wieder gerne spielen, wenn wir dann irgendwie so Deutschland bewandern, befahren und spielen. Das ist eine Nummer von Klaus mit dem Titel Leben ist schön. Ah.
Ja, ich finde auch, man darf das nämlich trotz allem, was so passiert, nie vergessen. Und davon handelt das Lied. Aber auch vom Tod. Und wie die beiden dann doch eigentlich miteinander verbunden sind. Das ist wichtig, weil ich habe gelesen, dass wir bald 200 Jahre alt werden, wenn wir genug Geld haben. Das ist der letzte Wahnsinn. So ein Blödsinn. Alle haben so Angst vor dem Tod. So ein Blödsinn. Weil es ist eine ganz normale und natürliche Angelegenheit. Und Leben ist wirklich ewig. Nur das menschliche Leben ist nicht ewig. So, jetzt kommt das Lied.
Ein biografisches Lied. Aus Köln am Rhein, aber könnte auch Kassel sein. Ein Geigerlein, das lebt im schönen Köln am Rhein. Er wollte auf der Straße spielen, da konnte er nur zwei Töne fiedeln. Er hatte gerade zwei Töne gespielt, ein Schutzmann um die Ecke schielt. Was hör ich da, was seh ich da, na lülala, schon bin ich da. Er packt am Arm das Geigerlein und sprach, lass das Geigen sein. So wie du hier fiedelst rum, ist das eine Hufestörung mit deinen. Er schleppte ihn vor das Gericht, der Richter fragt, so geht das nicht. Verboten ist in diesem Land zu fiedeln wie ein Elefant mit einem. Und spielt dem Richter in das Ohr. Da macht es im Gerichtssaal Bumm! Der Richter fiel vom Podium, yeah! Dann spielt er wieder auf der Straße, die Leute haben großen Spaß. Die Sonne lacht, das Pflaster knapp, auf der Straße wird Musik gemacht und wenn nichts mehr wie. Merchandising-Stand. Wir waren jetzt auf verschiedenen Festivals, die alle Matsch waren tatsächlich. Wir sind auf dem Weg jetzt zum Folklore, das ist so an der polnischen Grenze. Es soll trocken sein. Und da hatten wir mal so einen Helferlein mit, der hat das gemacht. Deswegen heute machen wir das so. Wem das gefällt, unsere Musik, der kann tatsächlich die auch mit nach Hause nehmen. Wir haben diese, manche kennen das noch, diese CD, formartige Geschichte. Da sind die Texte von Klaus drin. Ich habe eine Latzhose damals von Klaus geschenkt bekommen. Ein geiles Gerät, das ist da auch zu sehen. Wie wir beide in Kordlatzhose, sowas von schön, im Booklet sind. Also da müsst ihr schon vorbeikommen, wenn ihr das sehen wollt. Die haben wir gleich hier vorne. Was machen wir jetzt noch? Spielen wir noch einen? Oder? Ja! 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 Ja.
Weil wir haben eben, es ist so, wir haben eben mit einer ganz netten Reporterin gesprochen und da ging es dann so ein bisschen auch um, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, so 2020 und dann war ja irgendwas. Ja. Und das war hier das Konzert, Tag später war Feierabend. Also wir haben hier noch gespielt. Wir waren die Letzten, ne? Die Ersten, die Letzten und dann war auch für uns Feierabend. Wir waren gerade, hatten eigentlich noch einiges vor, so sechs Konzerte. Wir waren dabei. Wer war dabei? Wir waren dabei. Ah, ihr lebt noch. Ihr lebt ja noch. Das ist gut, das ist schön. Und dann haben wir darüber so geredet, ach, so. Und Herr Klaus hat in der Zeit ein Stück geschrieben, was jetzt eigentlich ganz schön passend ist, so rückblickend, weil der Klaus hat noch nie eigentlich so Liebeslieder geschrieben. Das ist eigentlich ein Liebeslied, oder? Also es war so, ich habe, das war eine blöde Zeit. Und zu Hause war es auch sehr blöd. Und wir haben uns nur angefotzt, meine Frau und ich, angefotzt, ja. Und so ging das eine Weile. Und dann haben wir uns aber mal angeguckt und ich habe die angeguckt und ich habe festgestellt, dass die hat mich so toll angeguckt und dass wir uns irgendwie lieben. Und das war schon ein schönes Gefühl. So, da habe ich mich hingesetzt und habe ein Lied geschrieben. Und zwar auf eine wunderschöne Melodie.
Ich möchte gerade
Thank you.